So, da sind wir erfolgreich auf Grund gelaufen und schnappen uns mal diese Flasche. Sehr schön. Was haben wir da bekommen? Eine Flasche. Captain Nix Rasierseife. Sie muss aus dem Vorrat des Friseurs gefallen sein, als das Schiff zerschellte. Sehr gut. So, da haben wir glitschige, fettige Handlotion. Es ist eine Flasche wohltuender Handlotion. Können wir uns bestimmt mitnehmen. Das lässt du am besten. Ups. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. Haggis? Hi. Ja. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei, und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Niemand hat die Absicht, diese Lotion zu klauen. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Ja, also... Ich lass dich wieder an die Arbeit. Keine Ahnung, wie da der ganze Tiervorrat aufgebraucht werden konnte, ne? Also, ich meine, bestimmt auf keinen Fall dadurch, dass man jemanden geteert und gefedert hat. So. Das haben wir geklärt. Gucken wir uns diese Insel erstmal an. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Bucht. Sehr gut. Das Ei brauchen wir gleich noch. So, dann haben wir hier einen Friedhof. Sehr gut. Da haben wir Hammer und Meißel. Den brauchen wir. Und einen schlafenden Hund mit Brille. Sehr schön. Und den Hammer nehmen wir auch mit. Und die Hundeüberraschung nehmen wir auch mal mit. Was soll da passieren? Ah, sehr gut. So, alles mitnehmen. Was haben wir denn? Den Spalt zwischen der Tür. Recycling-Tonne. Sehr gut. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Okay, untersuchen wir die Recycling-Tonne. Es ist eine Recycling-Tonne für Altmetall. Recycelte Werkzeuge. Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Okay. Alter Hund. Untersuchen wir ihn mal. Es ist ein stinkender alter Hund. Stinktes Hundehaar. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Das ist jetzt unerwartet. Warte mal. Mich gebissen. Sehr gut. So, okay. Der Punkt ist wichtig. Ach, warte mal, die Grabsteine. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Ich glaube, das ist irgendwie bei jedem Computerspiel eine Abteilung, die nichts anderes macht, als irgendwelche lustigen Sprüche für Grabsteine zu entwerfen. Gratisstaub. Da steht Tex Venture.
Werbefläche zu vermieten. Hier könnte ihre Werbung stehen. Wer kennt es nicht? Sehr gut. So, dann haben wir hier... Da haben wir noch die Lichtung. Gehen wir erstmal da hinten hin. Genau, die Windmühle. Die Tür geht auf, sehr gut. Was haben wir denn da in dem Fass? Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Sehr gut, das brauchen wir auch noch. Nee, haben wir noch nicht. Gut. Dann nehmen wir uns mal Pfeffer mit. Eine schöne Peperoni. Sehr gut. So, hier war noch ein Fragezeichen. Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Ja. Halte durch, Schatz. Ich werde dich da herausholen. Wird bestimmt den Zorn, wenn sie wieder lebendig wird, überhaupt bestimmt massiv mindern. So, gehen wir mal hier in das Hotel. Sehr romantisch. Da der Friedhof, hier die Party-Lounge. Sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Ach ja, der Kochtopf, da war ja was. Der wird auch noch wichtig werden. So. Gehen wir mal hier rein. Da ist ein sehr charmanter Barmann in offensichtlich hervorragender Verfassung. Es ist der Barmann. Reden wir mal mit ihm. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Okay, machen wir dann. So, ein Rezeptbuch, das nehmen wir mal mit. Sehr schön. Und wie es nicht anders sein kann, wir gucken mal, ob da irgendwas drin ist, was wir brauchen können. Rum Rogers Rum-Überraschung. Sehr schön. Alle Zutaten mischen mit Rum abschmecken. Ist kein Wermut verfügbar. Durch Rum ersetzen. Rum, Rum, Rum. Sehr gut. Ups, nee, stopp, das wollte ich nicht. Hier hat mich wieder mal umgeblättert. Ah, hier, so. Gelbbarts Baby, ein Messglas Wodka, ein Messglas Rum, Saft von 3 Zitronen, 4 Milliliter Phenylalanin, ach du Scheiße, ein Cilantro mit Eis gut schütteln, okay, kenne ich. Der blutige Stumpf, 3 Tassen Rum, 2 Teelöffel Natriumpentatol. Messglas Gin, Messglas Wermut, 3 Tassen Tomatensauce. Boah. Eine Tomate in einen Bleibehälter mischen, warm servieren mit einer rohen Kartoffelhälfte als Garnierung. Super. Der blaue Wal. Gin, Whisky, Wodka, Grandin, Kleber. Grüner Farbstoff, roter Farbstoff, gelber Farbstoff. Soda hinzufügen mit Haken mixen. Sehr gut. Schleim mit Tonic. Kombiniere ein Teil Gelbbarts Baby mit ein Teil Blauwal. Mixen, bis die Farbe kurzgrün ist. Sehr gut. Aufgeblähte Zecke. Das klingt ja auch sehr lieblich. Tequila, Ahornsirup, Zucker von Lachs entgrätet. Currypulver, 2 Rüben. Alter Schwede. Tequila trinken, übrige Zutaten kombinieren und wegschütten. Sehr gut. Der Sumpfzombie, ein Eimer Matsch, ein Messglas Whisky, 2 Teelöffel Eisenspäne, boah, eine Fledermaus, 2 Eiweißspritzer Mokka, 9 Gramm Penicillin, ein Spritzer Spucke, gut mixen, auf Eis servieren. Anhang A, erste Behandlung bei Piratenkater, befreit benebelte Köpfe, ein, in Klammern 1, Ei, Pfeffer, Haar des Hundes, der dich gebissen hat, sehr gut.
Alkoholempfindliche Patienten vor Einnahme einen Arzt konsultieren, nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen, erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen, macht sehr schläfrig. Also quasi tot. Sehr gut. Anhang B. Zirrhose an Anzeichen erkennen von... Okay. Gut. Alles klar, wir haben also ein Antikatermittel. Wir brauchen im Grunde nur noch ein Ei. Und dann nehmen wir uns mal so ein Kissen mit. Zack. Ach ja, und warte mal, wir brauchen, wo wir gerade hier sind, es wird alles mitgenommen. Die Broschüren brauchen wir noch. Ich weiß nicht mehr wofür, aber die brauchen wir. Und das Glas. Nein, fass das nicht an. Oh, mein Kopf. Können wir das wirklich nicht mitnehmen? Lass das stehen und dreh bitte das Licht etwas runter. Okay. So, warte mal, dann können wir da hinten noch hin. Tür öffnen. Ja, ein Kühlschrankmagnet. Big Whoop. Sehr gut. Was ist denn eben? Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. In dem Kühlschrank ist nichts drin. So, was ist in dem Aktenschrank? Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Sehr gut, das ist wichtig. Später mal. So, jetzt haben wir einen Magneten und wir erinnern uns, ein Kompass ist eine magnetisierte Nadel, die auf einem Korken, mit einem Korken quasi auf Flüssigkeit schwimmt. Wir haben eine Nadel. Cool, eine magnetische Nadel. Das wird einem ganz schwindlig, wenn man die ganzen Möglichkeiten bedenkt. Ja, jetzt benutzen wir die Nadel mit dem Korken. Okay. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir quasi nur noch etwas mit Flüssigkeit und Wasser. Und das wird dann noch nachgereicht. So, erst brauchen wir noch Käse. Zack. Was ist denn das für ein, was ist das für ein Käse? Kann man nicht mal untersuchen. Na gut, okay. So. Dann gehen wir hier raus. Packen erstmal eine großzügig bemessene Menge Käse. Ich benutze einfach etwas von dem Käse hier. Blub in den Kochtopf. Da kommt dann später die Verwendung. So, jetzt. Das Kissen haben wir. Jetzt kümmern wir uns um das Ei. Für das Antikatermittel. Und zwar das Ei, das liegt da oben. So, in dem Nest. Wenn wir jetzt aber dafür sorgen, dass es nicht mehr in dem Nest, sondern am Boden ist, wird es kaputt gehen. Und um das zu vermeiden, legen wir ein Kissen auf den Felsen. Und benutzen den Hammer mit dem Gummibaum. Plopp. Sehr schön. Schon haben wir ein großes Ei. Da. Alles klar, jetzt haben wir alle drei Zutaten. Fell eines Hundes, der uns gebissen hat. Die Pfefferschote und ein Ei. Und mit der guten Dame müssen wir uns gleich auch noch befassen. Aber erst bringen wir ihn mal auf Vordermann. Ach nee, Quatsch. So, wir geben ihm das Ei. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Sehr gut. Dann geben wir ihm die Pfefferschote. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Und wir geben ihm besonders leise stinkendes Hundehaar. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Lade mischen. Ah, viel besser. Hier den Rest. Das wirkt schnell. War noch keine Eiswürfel drin, die irgendwie laut hätten scheppern können. Finde ich sehr gut. So. Fragen wir ihn einfach mal hier direkt nach dem Ring. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone, Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island-Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann
Am Abend vor ihrer Hochzeit stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Ich bin zwischendurch eingeschlafen. Entschuldigung, was war? Sehr gut. Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Hm? Beinahe? Hm. Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist, wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Dann nehmen wir mal einen Trink. Aber solche Mysterien gibt es ja irgendwie in jeder Kultur, die irgendwie was mit Seefahrt zu tun hat, ne? Ich meine, wir haben ja hier Störtebeker und dann gab es ja auch noch hier Davy Jones und alles, also den fliegenden Holländer und weiß nicht alles. Da hat ja jede Nation irgendwie so ihre eigene Version von. Das ist irgendwie sehr interessant. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Ja, irgendwas mit ordentlich Atü, würde ich sagen, ne? Was haben wir denn da Schönes? Ist das Haar auf der... Geben Sie mir etwas, wovon ich Haare auf der Brust bekomme. Ich habe genau das Richtige für Sie. Er ist nicht nur erfrischend, er ist außerdem eine regenerative, alternative Energiequelle. Moment, alternativ... Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Sehr gut. Eine alternative Energiequelle, ja. Warte mal, jetzt öffnen wir mal diese Pulle. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Sehr schön, ne? Wir haben ja noch so einen Meißel. Das hat sie geöffnet. Siehste. Ja, komm, was soll da schief gehen? Es soll ja angeblich nicht gut sein, Alkohol mit dem Zeug zu mischen. Das macht den Drink umso ansprechender. Das klingt auch so charmant blubbern. Da ist bestimmt überhaupt nichts passiert, garantiert nichts Schlimmes, wenn wir den trinken. Gehen wir stark von aus. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Sehr schön. Skull. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Genau genommen für... Oh, ich fühle... Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Mord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Oh nein. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das.
Jo, das war's dann. Spiel vorbei. Hat Spaß gemacht. 0 von 800 hey. Punkten. Ja, dann gucken wir uns die Credits noch an. Ich bin wirklich tot. Oh, hör auf damit. Fast hätte der mich gehabt. So, wir sind hier unten in dem Sarg. Ganz schön dunkel. Sie öffnet sich nicht. Ich bin gefangen. Die Sargtür. Ah, wir haben ja unseren Allzweckmeißel. So, sehr schön. Da unten, die Sarg. Hoch? Oh, oh. Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Oh Gott, Graf Dracula. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. So, wir nehmen uns mal die Sargnägel. Sehr gut. So. Ich glaube, das Klopfen kommt aus diesem Sarg. Okay, dann benutzen wir mal wieder unseren Allzweckmeißel. Fast das Intro von Terminator. Da-da-dam, da-dam. Wer da wohl drin ist? Ah, huch! Wow! Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen! Yay. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich! Guybrush Threepwood! Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, 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 ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Hm? Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Ah, der gute Stan. Super. Sehr schön. Ah, herrlich. Stans Allgemeine, denn man kann jederzeit auf schreckliche Weise sterben. Sie ist sogar laminiert. Ja, den haben wir im zweiten Teil, kann man ja jetzt verraten. Im zweiten Teil haben wir ihn eingemauert, eingesperrt. Das war so der Cliffhanger in dem Spiel. Ganz am Schluss, nachdem alle Credits durchgelaufen sind, kam er dann noch, ja, hallo, holt mich da mal jemand raus. Und im dritten Teil haben wir ihn dann gerettet. Sehr gut. Und das Witzige war ja, ganz kurz nochmal so Retrozarus, dieses Jackett, weil er bewegt ja immer so ganz exzessiv die Arme. Und das Jackettmuster, das bewegt sich ja kein Stück. Das war, ich meine mal irgendwann, ich mich erinnern zu können, dass die mal in einem Interview gesagt hatten oder in einem Kommentar, das war ein Grafikbug, den haben die nicht gelöst bekommen. Also das war eigentlich geplant, dass sich das wie das Muster normal in Anzügen verhält.
und fanden den Charakter dann aber so charmant und haben ihn dann so gelassen. Und das ist dann so ein Markenzeichen von ihm geworden. Zum einen, dass er halt immer so wahnsinnig exzessiv und expressiv agiert, aber eben, dass dieses Anzugmuster sich halt eben so verhält, wie es verhält. Und jetzt quasi in den weiteren Teilen, da kommen ja noch ein paar, wird das wahrscheinlich nochmal genauso sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, wir haben jetzt Stan. Die Broschüre müssen wir uns, glaube ich, auch noch angucken. Da steht, besuche Big Whoop für eine Ewigkeit der Pein und Qual. Ich meine, Spaß und Frohsinn. Wenn du ein Pirat mit stabiler Wirbelsäule und hoher Schmerztoleranz bist, jedoch ist hoher Schmerztoleranz durchgestrichen und durch Verlangen nach Abenteuer ersetzt worden, dann ist Big Whoop genau das Richtige für dich. Besuch Big Whoop. Sofort. Es sind keine Bilder oder Karten drauf. Da steht nur, es ist ein Heidenspaß. Ehrlich. Ja, dann wird das bestimmt auf gar keinen Fall eine Falle sein. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Chirp, 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 keine chirp. Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. So, dann reden wir jetzt mal mit der guten Dame. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah! Hi, ich bin Guybrush und du bist? Ich bin Madame Xima, Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Wie auch immer, erzähle mir etwas über meine Zukunft. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein, du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Oha. Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod. Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Und wieder einmal, es ist der Tod. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Die Karte bedeutet Tod. Gib's mir. Tod. Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Dämon. Dämon. Das Schöne ist, sie hat ja auch, das ist ja auch die Sprecherin von der Voodoo-Lady. Und die hat uns Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Sehr gut. Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Und die Voodoo-Lady hat uns ja schon erzählt, dass wir auf Blood Island sterben. Also technisch, sie hat recht. So, warte mal, jetzt müssen wir uns das Glas mopsen. Nee, nicht Broschüren. Können wir uns das Glas jetzt mitnehmen? Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück.
Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Ja, dann super. So, jetzt haben wir hier nämlich ein Fünfer-Deck. Und wir haben einen Deckel zu dem leeren Glas. Und jetzt benutzen wir mal wieder unseren Allzweckmeißel. Da, ich habe Löcher reingestochen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir, wie war das denn nochmal? Einmal hier hoch. So, und hier rein. Genau, jetzt haben wir nämlich hier den Nagel. Und was machen wir mit einem Nagel? Wir benutzen einen Hammer. Jawohl, angekommen. Sehr gut. Kritischer Treffer. So, jetzt hat, nehmen wir... Wieso kann ich das Bild nicht nehmen? Wieso ist diese Tür auf? Egal. Wir öffnen mal den Kleiderschrank. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Okay, dann öffnen wir den Kleiderschrank nicht und untersuchen wir mal dieses Bett. Es ist ein Klappbett. Das gab's früher, muss man sagen. Das ist heute, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch macht. Zupp. Huch. Also nein, da hat man heute wahrscheinlich keine Leichen drin, aber früher gab es das in Büros oder so, oder? Also als Tür getarnt. Da hatte man auch noch so Türen, wo man dann so Mini-Bad irgendwie da hatte. Da ist man heutzutage, glaube ich, komplett von weg. So. Ach, nee, Moment. Ich habe da was vergessen, genau, den Nagel. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, das Ganze nochmal. Und ihr ahnt, wir werden da noch ein bisschen was vorhaben mit dem Guten. Wir benutzen erstmal die Sargnägel. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel brauche. Genau, das war der Hinweis. Diesen einen Nagel brauchen wir auch noch. Als ob der eine Nagel den Unterschied machen würde, aber hey. Da. Das Bett ist festgenagelt. Das sehr sollte gut genügen. Und jetzt können wir uns das Buch mopsen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er das noch liest. Wer ist das überhaupt? Hui, ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Iba. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Gut, okay. Dann sind wir damit durch. Was haben wir denn da für ein schönes Buch? Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von M.M. Meistersuppe. Sprich mit, untersuche. Nee, okay. Dann müssen wir jetzt nochmal mit dem guten Mann ein paar Dinge reden. Gering, Totenkopf. Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xiva. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja. Sehr gut. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Nein. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Haben Sie den Holzkohleanzünder herausgeholt? Haben Sie Gedicht im Originaltext zitiert? Haben Sie leckere Köstlichkeiten gegrillt? Haben Sie in einem extravaganten Feuerwerk die Sinne beraubt? Wir nehmen natürlich die Grillanzünder. Haben Sie die Holzkohlenanzünder herausgeholt? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun,
Jeden Abend, genau um 6 Uhr, brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Besteht da nicht eine gewisse Brandgefahr? Nun, wir hatten ab und zu Verbrennungen dritten Grades. Aber alle waren sich einig, dass es das wert war. Ja. Dieser Vulkan war ein echter Partyknüller. Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab. Und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Ja, so ein paar Kollateralschäden. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. So. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun... Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Sehr schön. Warte mal. Monkey Island 3 war 1997. Wann kam denn Diablo raus? Er liegt gerade Grieswald, Griswold oder ist das einfach nur ein gängiger Name? Egal. So, jetzt die wichtige Frage. Deswegen müssen wir mit ihm reden. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Aha. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Matt mit Kartoffel. Gemüse, Eintopf mit Schinken. Ich schwanke zwischen Matt mit Kartoffel oder Eintopf mit Schinken. Nee, Eintopf mit Schinken, das ist einfach zu gut. Eintopf mit Schinken. Eintopf mit Schinken? Eigentlich ist mein Name Reinhold Mitschinken Meistersuppe. Eintopf ist nur ein Spitzname. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die... Schnell mal nachlesen. Baron Salmon Biske Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Skep Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Fake News. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ah, okay. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Ah, okay, gut. Okay, deswegen können wir das Bild nicht benutzen. Das war die oberaffige Version. Da musste man dann nämlich noch mit dem Bild, das Bullauge hängen und dann ein Loch reinschneiden und durch das Bullauge gucken, damit er dann, während er dann
Während er sich die Ahnenhalle anguckt, damit er dann in der Zeit sieht, ach hoppla, ne, wir sehen ja so aus. Und damit musste man sich dann und dem Buch legitimieren. Aber gut, das ist dann in der Version nicht so. So, Stan hat sein Büro eingerichtet. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Stans Insurance, nice. Oh, ich mag den Typ. Der wird in späteren Teilen noch sehr, sehr unterhaltsam. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist. Muss ich hier ein Geschäft führen? Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. So, und das ist tatsächlich ein bisschen, das ist ein bisschen verwirrend. Die Bürgschaft geht nicht, aber wir haben ja diesen authentischen Piratenzahn. Der ist ja aus purem Gold. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Mein Schatz. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Sehr und du gut. Kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. So, wir haben jetzt also hier unsere Versicherungspolice. Wir müssen also quasi den Nachweis haben, dass wir gestorben sind. Zufälligerweise werden wir jetzt, wenn wir denn sterben, auch in der Familiengruft beerdigt. Das heißt, es ist Zeit, nochmal einen Drink zu ordern. Ich möchte einen Drink, bitte. Hier bitte, Junge. So, das hat ja eben schon funktioniert. Einmal Druckbetankung. Sehr gut. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der jugendliche Erasco Meistersuppe in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Sehr gut. Er hatte einen plötzlichen und unerwarteten Rückfall. Sehr schön. So, und dann gucken wir uns mal dieses brüchige Loch an. Hey, da ist ein Loch in der Decke der Gruft. Ich glaube, ich könnte mich da durchquetschen. Wow, es ist ein Tunnel, der in einen tiefen, dunklen Wald mündet. Es sieht irgendwie vertraut aus. Als ob ich es schon einmal im Traum gesehen hätte. Oder vielleicht ist es... Ich weiß nicht. Große springende Affen. Eine furchterregende Horde fantastisch gerenderter, tollwütiger Jaguare. Sie kommen genau auf mich zu. Wie gut, dass ich nicht durch das Loch gepasst habe. Ich wäre erledigt gewesen. Sehr gut. Ja, das war natürlich ein legendärer Screenshot aus Monkey Island 1. Die gute alte Lichtung. So, gehen wir mal hier hin. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, huch.
Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Mini Meistersuppe. Mhm. Letzte in einer langen Reihe von Meistersuppe-Debütantinnen. Ich wurde hier exakt eine Woche nach meinem Hochzeitstag beerdigt. Ein Hochzeitstag, der nie kam. Was ist geschehen? Ich war die Inselschönheit von Blood Island. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Oh, wie die Jungs mich anhimmelten. Mir wurde von den reichsten und schönsten Männern der Karibik der Hof gemacht. Aber alle Bewerber waren todlangweilig. Ich wollte einen gefährlichen. Ich wollte einen Piraten. Sag mal, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Fußbodeninspektor. Oh, dann eines Tages segelte ein richtiger Pirat mit seinem Schiff in die Bucht. Ich wurde sofort schwach und wir verloren uns. Aber vor dem Altar hat er mich stehen lassen und ich starb an gebrochenem Herzen. Puh, das ist hart. Ich weiß. Gab es auch andere Bewerber, die du attraktiv gefunden hast? Nun, da gab es einen, bei dem hätte ich schwach werden können. Der junge Charles de Goulash. Er hatte solch ein strahlendes Lächeln. Was geschah mit ihm? Ist schon komisch. Ich habe keine Ahnung. Eines Abends stieg er im Hotel ab und ich sah ihn nie wieder. Aha, da kennen wir ja jemanden. Was ist mit dem jungen Mann geschehen, den du so sehr mochtest? Nun, das letzte Mal sah ich Charles, als er im Hotel eincheckte. Okay. Ja. Hey, schöner Ring. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich hasse diesen Ring. Er wurde seit Generationen in der Meistersuppe-Familie von Mutter zu Tochter weitergegeben. Er sollte mein Trauring sein, bis dieser üble Pirat den Diamanten gestohlen und mich verlassen hat. Er ließ mich hier, damit ich an gebrochenem Herzen sterbe. Na, hat ja funktioniert, der Plan. Wo ist der Diamant für deinen Ring? Er ist weg. Er hat ihn genommen. Wer hat ihn genommen? Mein Liebling. Mein Honigkuchen. Mein Knuddelduddel. Mein LeChuck. LeChuck ist dein Knuddelduddel? Er brach den Diamanten während der Totenfeier aus seiner Fassung. Ach, was war ich nur für ein Dummkopf. Er sagte mir, er wolle kurz hinausgehen, ein wenig frische Luft schnappen. Kurz Zigaretten holen. Wo hat LeChuck den Diamanten hingebracht? Der Prolet! Der Unhold! Er hat ihn den Schmugglern der Totenkopfinsel verkauft. Es ist so erniedrigend. Ich könnte mich zu Tode ärgern. Naja, der Teil hat ja gepasst. Wenn du ihn nicht brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben? Dieser Ring bleibt an meinem Finger, bis ich einen Ehering habe, um ihn zu ersetzen. Geh ins Licht! Wenn es nur so einfach wäre. Ich fürchte, ich kann diese Gruft nie verlassen, bis ich heirate. Bist du vergeben? Yeah, oh Mann, ja, sogar verloren. Oh Mann, ja. Eine Schande. Du hast wirklich schöne Augen. Sehr schön, ja. Yeah. Wie komme ich aus dieser Gruft heraus? Es gibt für keinen von uns einen Weg aus dieser Gruft. Ich muss in diesem einsamen Grab spuken, bis ich einen Mann heirate, den ich wirklich liebe. Und du kommst nicht raus, weil die Tür abgeschlossen ist. Sehr gut. Ja, dann schauen wir mal. Das ist mir eine Spur zu unheimlich. Ich gehe. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Die Gedenkkranz. Geschmackvoll gemacht. Viel Gemüse. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Brechstange hervorragend mitnehmen. Und was haben wir hier? Eine Spalte. Wer hat da gekichert? Still! Oh! Hab ich mich erschrocken. Oh, das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich Dummkopf. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Nun ja, eher überrascht. Oh. Aber auf eine furchterregende Art und Weise überrascht. Du bist wirklich sehr, sehr furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich habe doch keine andere Wahl. Ich sah dich aus diesem Sack kommen. Heißt das, dass du tot bist? Nein, ich habe nur so getan, als ob.
Verdammt! Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? Sowas in der Art. Ja, der gute Murray, den... Warte mal, was haben wir denn da? Hi, Murray. Oh, es tut weh. Okay, dann nehmen wir ihn mal mit. Zack. Und guck mal durch die Spalte. Gucke. Und da ist ja Mord, der Totenbeschwörer. Hey, Mister! Hilfe! Was? Mister! Wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord? Ach, den alten Totengräber. Was da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppegruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Belger mit eurer Barockmusik habt mich einmal reingelegt. Schämt euch. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Langhaarige Bombenleger. Sehr schön. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Was kann Nickel? Engtes Schmuggelhäschen. Eklig und grässlich zugleich. LeChuck-Maske. Ranzrabe, der Papagei-Tod, Werwolf, Dinosaurierpuppe. Es ist ein Dinosaurier aus Die Monster, um die sich die Zeit einen Dreck scherte. Sehr schön. Und hier haben wir die Laterne. Die müssen wir uns mal holen. Ich komme nicht dran. Okay. Wir haben ja eine Verlängerung eines Arms. Ratt. Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? So, liest trotzdem weiter. Und jetzt benutzen wir mal Murray mit der Laterne. Jetzt kommt der große Murray, Auftritt von zeig, Murray. Okay. Worauf er gewartet hat. Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden. Oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme. Das ist eine Drohung. Gute Arbeit, Murray. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Sehr schön. Sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Familienwappen. Meistersuppe ist Qualität. Mhm. So, alles klar. Sie braucht unbedingt hier ihren heißgeliebten Ehemann. Dann werden wir uns mal darum kümmern. So, und wir nun, Murray, bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Murray? Wo ist der hin? Weg ist er. So, jetzt müssen wir erstmal hier in den Nebenraum gehen. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Chirp, 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 chirp. Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. So, und jetzt sehen wir nämlich hier einen Totenschein. Hiermit wird bestätigt, dass Erasco Meistersuppe auf Blatt 1 der Tod ereilt hat. Zumindest einmal. Zumindest einmal, sehr gut. So, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Benutzen das Brecheisen mit der Wand. Nichts Verdächtiges hier. Benutzen jetzt das Brecheisen mit dem Bett.
Geronimo. Angekommen. Oh, tut mir leid. Ich habe sie nicht reinkommen hören. Ich habe gerade... Charles? Charles de Goulash? Bist du's wirklich? Minnie, es ist so lange her. Oh, Charles, das ist es. Das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich... Ich liebe dich, Minnie-Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Minnie. Oh! Heirate mich. Oh ja, Charles, ja, tausendmal ja. Dann küss mich, mein Herz. Ich kotze gleich Hundewelpen, so süß ist das. Sehr gut. So, den Verlobungsring. Damit hätten wir zumindest schon mal die Fassung wieder gewonnen. Brauchen wir nur noch den Ring. Den Diamanten. Aber, wo wir jetzt schon mal gerade hier sind. Oh, Moment. Hast du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere, ihr verknöcherten Ratten. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Findet Guybrush Threepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Brennt jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Braut. Und mehr Salat. Verfluchte Halluk. Sie geben einem nie genug Salat bei diesen Sparmenüs. Skandalös. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Ja, die gute Laune, die wird jetzt einen leichten Dämpfer erhalten. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal Klug, ich habe den Beweis genau hier. Einen Totenschein. Nun, dies muss irgendein Fehler sein. Es steht genau hier, in hochauflösendem Schwarz auf Weiß. Ich bin gestorben. Gib mir jetzt eine Riesenmenge Geld. Stan is not amused. Es sieht so aus, als ob ich keine andere Wahl hätte, als die Auszahlung zu authentisieren. Nein, du brauchst mir nur mein Geld zu geben. Genau das meine ich. Oh, danke. Sehr gut. Jetzt haben wir hier dieses Versicherungsgeld. Das ist eine Menge Geld. Ich meine doch, das wäre eine von den Grafiken, die wir in Monkey 2 am Anfang hatten. Da kommen wir ja auch noch zu. So, nee, wie komme ich denn da jetzt? So, jetzt müssen wir noch kurz zu... Nee, müssen wir nicht, wir müssen zu der Windmühle. So. Und zwar das leere Glas mit dem Fass. Ich finde auch schon, wie überall diese drei Haie da rumschwimmen.
egal wo Wasser ist, überall schwimmen die drei Haie rum. Sehr gut. Es ist jetzt voller Zuckerwasser. Sehr gut. So, jetzt müssen wir zu Elaine. Kuckucks. Und stellen das Glas mit Wasser auf den Stumpf. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Wette, das Wasser schmeckt gut. Aber hallo und tschung. Die ganzen Glühwürmchen sausen da rein. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Sehr gut. Und wegen dem Loch im Deckel können sie auch weiterhin leuchten. Das ist tatsächlich so ein Punkt, wenn man die Löcher nicht in den Deckel gemacht hätte, wären die da drin gestorben. Das wäre heutzutage auch hochgradig kritisch. Junge, ist das windig hier oben. So, und da gucken wir uns mal diese Linse an. Sie konzentriert das Licht zu einem Leuchtfeuer für vorbeikommende Schiffe. Sowas erfüllt einen Mann mit Stolz. So, da müssen wir natürlich unsere Laterne einbauen. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Der Laternenhalterung, so. Der Leuchtturm funktioniert jetzt. Sehr gut. Und wenn wir jetzt hier runter zum Strand gehen, mit Rettungsweste, haben wir da den Waliser. Den fliegenden, rudernden. Lässt sich eine Stulle schmecken, wunderbar. Wer bist du? Ich bin der verlorene Waliser. Wow. Ich bin der Fährmann zwischen der Totenkopfinsel und dieser hier. Lange Zeit verloren in den eisigen Nebeln des Ozeans. Oh, wie ich diesen verdammten Nebel hasse. Wirklich? Ich mag Nebel, ich finde ihn hübsch. Nun, sicher ist Nebel hübsch. Aber Teufel, ist der öde. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. Ich werde diese rauen Gewässer nicht mehr herausfordern. Zu lange schon schaukelte ich in dieser wässrigen Wiege des Todes. Abgefahrene Vorstellung. Wie auch immer. Jedenfalls fahre ich nicht nochmal daraus, bevor ich nicht sicher bin, dass ich auch heil dort ankomme. Ich brauche einen Kompass. Alles klar. Wie soll dir denn ein Haufen Blumendünger dabei helfen, den Weg zur Totenkopfinsel zu finden? Kein Kompost, du Idiot. Ein K-O-M-P-A-S-S. Wenn du mir einen besorgst, bringe ich dich zur Totenkopfinsel. Sehr schön. So, jetzt müssen wir also einen Kompass besorgen. Und dazu gehen wir mal da oben hin. Und die erfahrenen Monkey Island Spieler denken sich, warte mal. Dieses Dorf ist verlassen. Das kenne ich doch. Und trotzdem sieht es so aus, als würde es ein großes Fest geben. Wie seltsam. So, dann nehmen wir uns mal einen Tofu-Block. Einen kleinen. So, und wenn wir hier weiter gucken. Ah, sehr wichtig. Wir haben einen Messbecher, der wird eingetütet. Und wir haben einen Holzbohrer. Und mit dem Holzbohrer und dem Tofu-Block. Das sieht wie eine Maske aus. Aha, haben wir eine Maske. Und gucke, die kennen wir. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalendorf verbunden sind. Kannibalen? Du sagst das, als sei es etwas Negatives. Nun, das ist es. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Aha. Eine gewaltige Veränderung? Was du nicht sagst. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du. Nicht zu viele Muskeln. Hey!
Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen. Ich hätte ein bisschen geil. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert. Zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Ich fange wieder zu saubern. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Pavlovzarus, sehr gut. Das klang wirklich lecker. Also jetzt mal außen vor gelassen, dass er das mit uns vorhatte. Aber diese Zubereitungsart klang durchaus deliziös. No. Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein. Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das sich gesalzen hat. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund, oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht. Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt. Dann eines Tages versuchten wir es mit Brie. Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen? Sherman verträgt keine Laktose. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte, wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Verstehe, verstehe, alles klar. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Ja, genau. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Ah, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz, nah an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps. Und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Oh. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Also ja, wirklich? Ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Mir wird so ein bisschen warm, während ich mit dem rede. Ich glaube, das liegt nicht an dem Vulkan. Nettes Dorf habt ihr hier. Danke. Es ist nicht viel, aber es ist ein Zuhause. Wir haben unser Bestes gegeben, um den klassischen Charme eines Kopfjägerdorfes einzufangen. Während wir zur gleichen Zeit all die modernen Behaglichkeiten, die uns die europäischen Eroberer brachten, einbezogen. Dir ist vielleicht bereits unser hochmodernes Schlachthaus aufgefallen, welches so geschickt entworfen wurde, dass es nach außen den Anschein der klassischen Schamanhütte weckt. Wie idyllisch. Ja, finden wir auch. Wir sehen uns. So, alles klar. Wir müssen da hoch und dann tarnen wir uns mal als Blub. Als dazugehörig. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Erstmal Marshmallows rösten. Alles klar. Also da wird ja bestimmt überhaupt nichts Schlimmes passieren, wenn wir in einen laktoseintoleranten Vulkan dicken, fetten Nacho-Käse schmeißen. Ja.
Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufgeschworen. Oh nein. Rennt um euer Leben. Oh, 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 oh. Ah, gucke, der Grill funktioniert wieder. Sehr gut. Das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Sehr gut. Das haben wir somit auch abgeschlossen. Da können wir... Moment. Wir gehen mal noch gerade zum Strand. Jetzt haben wir nämlich unseren Messbecher. Da... Nee. Mehr Wasser. So. Salzwasser rein. Erst voller Seewasser. Sehr gut. Und jetzt benutzen wir unseren Korken mit magnetischer Nadel auf dem Salzwasser. Hey, sauber. Er zeigt nach Norden. Und Wissenschaft schon macht Spaß, wenn du das Geheimnis kennst. Haben wir einen Kompass. So, bevor wir da aber hinfahren, müssen wir mal ganz kurz noch ans Hotel. Weil wir brauchen ja noch die Handlotion und da hatte ja Haggis gemeint, wir sollen ihm irgendwas bringen, womit er das Schiff reparieren kann. Und hier hat er keinen mehr, also nehmen wir nach Chokes. Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Sehr gut. So. Alles klar, lass mal gerade. So, wir haben das Hotel, haben wir. Wir haben die die Kannibalen. Da sind wir durch. Wir haben den Friedhof mit Stan erledigt. Elaine, das machen wir nachher. Ja, dann können wir jetzt zum Strand. Gut. Oh Gott, wie war das denn nochmal? Ich bin an diesem Teil mit dem Spiegel nicht. Theoretisch muss man den Spiegel noch in der anderen Version mopsen. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. Ab jetzt bin ich wieder ein kleines bisschen... Ich werde mich ohne Kompass nie wieder in diesen scheußlichen Nebel hinauswagen. Zu oft schon forderte ich das Schicksal heraus. Und sieh nur, was es mit meinen Klamotten angestellt hat. Furchtbar. Schau mich an, ich bin triefnass. Also, weißt du, rein zufällig habe ich einen Kompass dabei. In diesem Falle, armseliger Sterblicher, werde ich dir den Weg weisen. Raue See und unaussprechliche Gefahren erwarten dich auf der mysteriösen Totenkopfinsel. Ich habe keine Angst. Die wirst du bekommen. Die wirst du bekommen. So, die Totenkopfinsel. Selbst die tapfersten Männer müssen sich vor diesem Ort fürchten. Nimm deinen Mut zusammen, Junge. Jetzt, bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Oh mein Gott. Das ist eine Ente. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen und deinen Kopf so drehen und... es ist ja so furchteinflößend. Wenn du schielst und deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Siehst du das Licht da oben auf dem Felsen? Das ist die Schmugglerhöhle. Sehr gut. Sie wird von König André geleitet, dem größten Schmuggler der Welt. Und seine miesen Gehilfen, Kraft. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich, hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Oh ja. Viel Glück. Danke.
Na gut, Hallo, kannst du mir sagen, wo ich die bösen Schmuggler der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung beim Orientierungsseminar. Lass mich nachdenken. Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt. Aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Ich bin nur als Aushilfe hier. Der reguläre Aufzugswärter, Muckibart, ist krank. Deshalb bin ich eingesprungen. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist dein Name? Er lautet Lafus. Lafus. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du wiegst nicht mehr als, lass mich schätzen, 20 Pfund, richtig? Genau genommen um die 120. Oh. Nun, probieren kann nicht schaden, richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh ja, du siehst gar nicht so schwer aus. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's! Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Hoppla! Okay, das ist zu viel Seil. So, wir haben ja unseren tollen Schirm hier. Hui! Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war auch was, wo man zumindest dem Tod relativ nahe kommen konnte. Sehr schön. So. Da ist König André. Na denn, warte mal, was haben wir denn hier zur Seite? Ich werde sie umhauen. Hallo Nachbar, haben Sie vielleicht ein paar Diamanten? Oh, riesiger Diamant, den die Typen haben wollt. Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Sehr gut. Ich habe so viel Geld, dass es fast schon peinlich ist. Das ist natürlich auch schön. Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Ich muss jeden Diamanten sehen, den Sie haben. Jeden einzelnen. Los, Leute, Dalli Dalli, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mag diesen Mann nicht. Töte ihn. What? Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Ich habe so viel Geld, dass es schon fast peinlich ist. Seien Sie gegrüßt. Unterhalten wir uns, Mr. Threepwood, Guybrush Threepwood, LeChuck, Zombie-Pirat LeChuck, Meistersuppe, Wantan Meistersuppe, Lugi, Captain Lugi, Van Guter Fassenson, Jethro Van Guter Verfassung, oh Gott, Tito, einfach Tito, ne? Wir nehmen Threepwood, komm, was soll's. Threepwood, Guybrush Threepwood. Sehr gut, Mr. Threepwood. Ich bin König André und das ist mein Partner Croft. Haben Sie etwas Besonderes gesucht? Den Meistersuppe-Familiendiamanten. LeChuck hat ihn gestohlen, Sie haben ihn gekauft, ich will ihn haben. Sofort. Bitte? Sir? Aber wir haben so viele Qualitätswaren hier im Piratenclub. Unsere Preise fallen jeden Tag. Hier gibt es alles, was sich ein Pirat oder Piraten-Azubi wünschen könnte. Zum richtigen Preis. Sehr schön. Könnten Sie es bitte unterlassen, so zu lachen? Der Meistersuppe-Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich ihn also haben? Natürlich nicht. Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Der Diamant gehört in ein Museum. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Ach, Mensch. Haben Sie so viel? Nun, ich habe eine Menge Geld. Ha, nicht genug. Mein Partner hat recht. Wir können Ihnen nicht für weniger als eine Riesenmenge Geld geben. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Mein Partner und ich spielen gerne Karten. Poker, um genau zu sein. Wie wäre es mit einer kleinen Wette?
Wenn sie uns besiegen, gewinnen sie den Diamanten. Das hört sich fair an. Das wird bestimmt ja, total... fair. Ja, das wird hundertprozentig komplett fair ablaufen. Können Sie bitte mit diesem Lachen aufhören? Das nervt ungemein. So, Mr. Threepwood, die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Klar, das geht in Ordnung. Das ist eine Menge Geld. Ich gebe Ihnen besser nur einen Teil davon. Genau, damit man es im Zweifelsfall wiederholen könnte. Haben Sie schon einmal Poker gespielt, Mr. Threepwood? Nein, stellen Sie sich vor, dies ist mein allererstes Mal. Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Das Spiel ist die einfachste Variante des Fünf-Karten-Spiels. Fünf Karten. Ich gebe jedem von uns fünf Karten. Fünf Wir Karten. Zeigen uns gegenseitig unsere Karten und der Spieler mit dem besten Blatt gewinnt. Von den fünf Woher Karten. Weiß ich, welches das beste Blatt ist? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie uns einfach. Sie vertrauen uns doch, oder? Soweit wie ich sie werfen kann. Ihnen vertraue nicht die Spur, Sie dreckiger Lügner. Ich vertraue darauf, dass ihr beide den niedrigsten Abschaum der Gesellschaft seid. Sie wissen gar nicht, was Vertrauen heißt. Sie, die sind eigentlich alle gut. Natürlich vertraue ich Ihnen. Sehr schön. Lasst uns Sehr anfangen. Gut. Kommt, los geht's. So. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Und jetzt müssen wir das schlechte Blatt gegen die Karota ein Fünfling. Tarotkarte so. Tauschen. Nicht einmal ihr könnt einen Fünfling schlagen. Sie haben recht, Mr. Threepwood. Wir können einen Fünfling nicht schlagen. Mhm. Die Frage bleibt jedoch, ob sie ein Paar schlagen können. Ein Paar? Ein paar mörderische Schmuggler. Uns, Mr. Threepwood? Ich rede von uns. Wir werden dich töten. Oh, jetzt begreife ich, ob ich ein Paar schlagen kann. Das ist ganz schön clever. Nun, meine Herren, lassen Sie uns nichts überstürzen. Hier draußen ist ein Bote mit einem Paket. Du Idiot! Du hast das Licht ausgeblasen! Ich habe den Diamanten. Nicht lange, du Kleiner. Autsch! Knall ihm eine, nicht mir, du Kretter. Wen nennst du einen? Da ist er! Auf ihn! Ich habe alles, was ich von den Schmugglern brauche. Sehr gut. Gut, lass uns diesen Ort des Bösen verlassen. Viel Glück für deine weiteren Abenteuer, Guybrush. Was? Du meinst doch nicht etwa das... Ich fürchte schon. Diese Arbeit ist zu gefährlich für mich. Ich suche mir eine dauerhaftere, sichere Arbeitsstelle. Ich habe gehört, auf Skep Island wird ein Chefkoch gesucht. Man wird dich schmerzlich vermissen. Ich weiß, aber mein Schicksal liegt da draußen. Irgendwo. Jenseits der wogenden Wellen. Leb wohl, guter Freund Waliser. Sehr schön, ja. Das natürlich auch wieder... Oh, warte. Wo liegt nochmal Skep Island, sagtest du? Ost-Nord-Ost. Du kannst es nicht verfehlen. Tausend Dank. Ah, ups. Ich habe vergessen, ihm zu sagen, dass diese Nadel nur für kurze Zeit magnetisch ist. Währenddessen auf Monkey Island. Rekrutieren. Noch ein paar Rekruten mehr für meine unbezwingbare Armee der Untoten. Wie sieht's aus? Ich hoffe, dass ihr meine Braut auftreiben konntet. Wo ist der Kutterköter? Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Oh Mann, oh Mann! Ich hab sie! Wo? Brutzel. Sie sind auf Blood Island, Sir. Holen Sie! Das ist mal eine direkte Arbeitsanweisung. Ja, das gute Duell mit Gruff und König André war natürlich auch wieder eine Hommage an den ersten Teil von Monkey Island.
Es ist ein massiver Diamantverlobungsring. Sehr gut. So, jetzt benutzen wir erstmal die Handlotion mit dem verfluchten Diamantring. Mal schauen, ob diese glitschige Fettlotion etwas ausrichten kann. Das sollte genügen. So, das haben wir. Jetzt nehmen wir uns mal den verfluchten Ring. Plopp. Der verfluchte Ring ist explodiert. Sehr gut. Und wir stecken diesen Ring da drauf. Sie wird ja bestimmt nicht mehr sauer sein jetzt. Elaine, geht es dir gut? Guybrush? Wo sind wir? Alles in Butter. Wir sind auf Blood Island. LeChucks Ring war mit einem schrecklichen Fluch belegt, aber ich habe es wieder in Ordnung gebracht. Du bist in Sicherheit und alles wird gut. Alles wird gut? X und so.